Zwei Jahrtausende lang, bis zur Zerstörung des Tempels im 3. Jahrhundert, zogen Wallfahrer jedes Jahr im September auf der heiligen Straße von Athen nach Eleusis, fasteten und umtanzten den der Göttin Demeter geweihten Brunnen im Vorhof des Heiligtums. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Warm welcome. Und ja, danke. Ist das gut so? Nee, ein bisschen. Ja, so gut der Ton, ja. Ja, danke für die Einladung. Wir haben heute viel über die aktuelle Situation, was Psychedelika angeht, gehört. Und ich will jetzt aber ein bisschen zurück in die Geschichte und in die Kulturgeschichte und in die Religionsgeschichte und in die gesamte Geschichte des Abendlands damit. Der Mensch ist nicht nur, was er ist, er verhält sich auch entsprechend der Substanzen, die er zu sich nimmt. Und diese Tatsache ist mit Albert Hofmanns Erforschung des Mutterkorns und der Entdeckung von LSD vor 80 Jahren in eine neue Dimension geraten. Seitdem reichen ein paar Tausendstel Gramm, um eine völlige Veränderung des Bewusstseins, der Wahrnehmung auszulösen. Von einigen Autoren ist LSD deswegen als geistige Atombombe bezeichnet worden. Ein Vergleich, der mir richtig und falsch erscheint, weil die reale Bombe nur destruktiv ist und LSD aber, also die reale Bombe hält nur die Hölle bereit, während LSD nicht nur die Höllen, sondern auch die Himmelfahrt bereithält. Und mir scheint es kein Zufall gewesen zu sein, dass in dieser Woche vor 80 Jahren einige Dinge gemeinsam passiert sind. Und über diese Koinzidenz, über diese Synchronizität will ich etwas erzählen. Darum geht es auch in dem Buch, was demnächst nochmal bei Nachtschatten rauskommt, die Rückkehr nach Eleusis. Denn es kann kein Zufall gewesen sein, dass auf dem Höhepunkt der Fertigstellung der ersten Atombombe in Los Alamos in New Mexico im Frühjahr April 1943, dass Albert seine 5 Jahre vorher schon eigentlich abgeschlossene Arbeit an dem Mutterkorn wieder aufnimmt. Ich habe ihn gefragt, ja, wie kamst du eigentlich auf die Idee? Und er sagt, ja, das war bei einer Frühstückspause und meine Assistentin, Sekretärin, die hat immer frische Milch aus ihrem Hof mitgebracht und ich war gerade ein Honigbrot am Essen und da fiel mir ein, ach, ich sollte noch mal diese Lysergsäureverbindung noch mal vornehmen. Und dann hat er ja aus Versehen sozusagen die Substanz entdeckt, die mit ihren pflanzlichen Verwandten im rituellen Gebrauch der Menschheit, die Menschheit seit Jahrtausenden zusammengehalten hat. Eine geistige Atombombe gewissermaßen. Dass pflanzliche Alkaloide in der Geschichte der Menschheit diese Rolle spielten, war 1943 noch kaum bekannt. Noch steht der psychedelische Express in Basel und Albert hat Mühe, mit dem Fahrrad nach Hause zu kommen. Zum selben Zeitpunkt, im April 1943, macht sich in Landsberg an der Warthe der dort als Stabsarzt stationierte deutsche Schriftsteller Gottfried Benn, der in einem Film einen Trancegesang aus Afrika gesehen hatte, die folgende Notiz.
Sein Wesen ist religiös und mythisch, eine erregende, das Einzelwesen steigernde Kommunikation mit dem All. Diesen Riten und Bewegungs- und Rhythmustrancen stehen die pflanzenentbundenen Steigerer und Rauscherzeuger gegenüber. Ihre Verbreitung ist weit universaler. Mehrere Millionen Erdbewohner trinken oder rauchen indischen Hanf. Unzählige Geschlechter durch 2000 Jahre. 300 Millionen kauen Betel. Die großen Reisvölker würden eher auf diesen als auf die Arikanuss verzichten. Mit Kauen aufhören heißt für sie sterben. Die drei größten Weltteile erregen sich durch Koffein. In Tibet rechnet man die Zeit nach einer Tasse Tee. Tee fand man bei Überresten prähistorischer Menschen. Chemische Stoffe mit Gehirnwirkung, Verwandler des Bewusstseins, die erste Wendung des Primitiven zum Nervensystem. Wer das tierisch nennt, verkennt die Lage. Es ist unter dem Tier, weit unter den Reflexen, hin zu Wurzel, Kalk, Stein. Ob Rhythmus, ob Droge, ob das moderne autogene Training, es ist das uralte Menschheitsverlangen nach Überwindung unerträglich gewordener Spannungen, solcher zwischen Innen und Außen, zwischen Gott und Nicht-Gott, zwischen Ich und Wirklichkeit. Und die alte und neue Menschheitserfahrung, über diese Überwindung zu verfügen. Das systematische Atembeten Buddhas, die rituellen Gebetshandlungen der altchristlichen Hesychasten, Loyolas Atemholen mit je einem Wort des Vaterunsers, die Derwische, die Yogis, die Dionysien, die Mysterien. Es ist alles aus einer Familie und die Verwandtschaft heißt Religionsphysiologie. Gott ist eine Substanz, eine Droge, eine Rauschsubstanz mit verwandtschaftlicher Relation zu den menschlichen Gehirnen. Diese Notizen von Ben, die er heute vor 80 Jahren schreibt und die 1948 unter dem Titel »Provoziertes Leben« veröffentlicht werden, muten an wie ein synchroner Kommentar zu der Substanz, deren verwandtschaftliche Relation zu den menschlichen Gehirnen Albert Hofmann in Basel gerade einen heiligen Schrecken eingejagt hat. Auf 7 Schreibmaschinenseiten fasst der mit visionärem Radar ausgestattete Ben hier schon zusammen, was 2 Jahrzehnte später mit Huxleys Pforten der Wahrnehmung und Tim Learys Politik der Ekstase zu einem Kanon der Kulturrevolution werden sollte und Robert Anton Wilson zu der Frage veranlasst hat, ist Gott eine Droge oder haben wir sie nur falsch verstanden? In der Wüste von Los Alamos in New Mexico stellen die Physiker gerade die letzten Berechnungen an, wie man mit einem Minimum an Sprengstoff ein Maximum an Leben vernichten kann. In Basel ist der Chemiker Albert Hofmann auf der Suche nach der kleinsten wirksamen LSD-Dosis und katapultiert seinen Geist mit einem Vielfachen davon in eine direkte Kommunikation mit dem All. Und in Landsberg an der Warte rezeptiert der Arzt und Denker Gottfried Ben, dieses Eintauchen in den Urtraum und den zielbewussten Ausbau visionärer Zustände als einziges Heilmittel gegen die, Zitat, abendländische Schicksalsneurose. Und in einem Schützengraben in Russland liegt Wolfgang Neuss, ein kleiner Schlachtergeselle und Nazisoldat, und schießt sich einen Finger ab, damit er wieder zurück ins Lazarett kommt, zum Witze erzählen. Er wurde zu einem der wichtigsten kulturschaffenden Köpfe und Kabarettisten der Nachkriegspolitik. Als ich ihn zum 60. Geburtstag 1983 fragte, was wichtig in seinem Leben gewesen sei, antwortete er mir, das Wichtigste ist meine linke Hand. Die ist immer bei mir und erinnert mich brutal an den Moment, als Professor Hofmann in der Schweiz seinen ersten LSD-Trip inhalierte. Da schoss ich mir bei dem weißrussischen Ort Rschew in meine linke Hand. Symbol für Kunst statt Krieg. Selbstverstümmelung empfehle ich allen, die ohne Schießen nicht leben können. Das war und ist eine gute Friedensbewegung. Ich wiederhole,
noch einmal für alle, die derzeit Krieg führen. Selbstverstümmelung empfehle ich allen, die ohne Schießen nicht leben können. Das war Wolfgang Neuss. Dass der Krieg, wie Heraklit sagt, der Vater aller Dinge ist, der Guten wie der Schlechten, der Waffen wie der Heilmittel, wird an dieser Synchronizität im April 43 von scheinbar unverbundenen Ereignissen auf dem Höhepunkt des Weltkriegs deutlich. Sie haben miteinander zu tun. Und die Verbindung wird noch deutlicher, wenn wir die Folgen von der Entdeckung des LSD betrachten. Das Mutterkorn, ein vor allem auf Getreide gedeihender Pilz, trägt seinen Namen ja nicht zufällig. Es wurde schon in der antiken Medizin von den Hebammen als wehenbeschleunigendes und blutstillendes Mittel zur Geburtshilfe benutzt. Dies war auch der Grund, warum Albert Hofmann sich Ende der 30er Jahre daran machte, seine pharmakologisch wirksamen Prinzipien zu erforschen. Das dabei gewonnene Medikament ist unter dem Namen Metagin als gebärmutterkontrahierendes, blutstillendes Mittel bis heute ein Standardpräparat der Geburtshilfe. Doch wir tun dieser wissenschaftlichen Leistung und dem Segen, den sie für Mütter, Kinder und Hebammen bedeutet, keinen Abbruch, wenn wir die andere Art von Geburtshilfe, für die Albert als Entdecker verantwortlich zeichnet, noch bedeutend höher einschätzen. Jene 25. Lysergsäureverbindung, deren Wirkung auf den Unterleib sich den anderen Verbindungen als unterlegen erwiesen hatte und die deshalb 1938 in der Schublade verschwunden war. Um 5 Jahre später zufällig, Albert sagt immer, das LSD ist zu mir gekommen, ich habe es nicht entdeckt, wieder entdeckt zu werden als stärkster, ideeller Wehenbeschleuniger und geistiger Geburtshelfer. Die merkwürdige Koinzidenz von Geist und Materie, die wir hier zwischen Los Alamos, Babel, Landsberg und Russland konstatieren, kann eine weitere hinzugefügt werden. Derselbe Pilz, der auf der materiellen, physischen Ebene Hebammendienste und Geburten beschleunigt, hält auch das Potenzial für geistige Wiedergeburten bereit. Wie sehr diese Aussage zutrifft, wird sich zeigen, wenn wir jetzt den psychedelischen Express Fast Backward beschleunigen und uns auf den Weg nach Eleusis begeben. Jedes Jahr wandelten neue Kandidaten für die Initiation auf jener heiligen Straße von Athen nach Eleusis. Menschen aller Klassen, Herrscher und Prostituierte, Sklaven und Freie. Jeder Schritt auf dem Weg erinnerte an den Aspekt des alten Mythos, der erzählte, wie die Erdmutter, die Göttin Demeter, ihre einzige Tochter verlor, die beim Blumenpflücken von ihrem Bräutigam, dem Herrn des Todes, geraubt und in den Hades entführt worden war. Wenn die Pilger in Eleusis ankamen, tanzten sie bis in die Nacht bei dem Brunnen, an dem Demeter um ihre verlorene Tochter geweint hatte. Sie tanzten zu Ehren dieser beiden Göttinnen und ihres geheimnisvollen Gatten Dionysos. Dann durchschritten sie die Festungsmauern, hinter denen, abgeschirmt von profanen Blicken, das große Mysterium von Eleusis stattfand. Man durfte nicht darüber sprechen, doch die antiken Schriftsteller geben einmütig zu, dass in dem großen Telestrion, der Initiationshalle im Inneren des Heiligtums, etwas zu sehen war. So viel durfte man immerhin sagen. Die Halle jedoch, wie wir heute anhand archäologischer Reste wissen, war völlig ungeeignet für Theateraufführungen. Die Griechen wussten ja, wie man Theater baut, sie haben das Theater erfunden sozusagen. Was man im Telestrion zu besehen bekam, war kein Spiel von Schauspielern, sondern in Platons Worten, der natürlich auch da war, Phantasmata, eine Reihe geisterhafter Erscheinungen. Und selbst die Dichter konnten nur sagen, sie haben, Zitat, den Beginn und das Ende des Lebens gesehen und erkannt, dass sie eins seien. Dies, was ich gerade gelesen habe, schreiben Albert Hofmann, Gordon Wasson und Karl Ruck in ihrem Buch Der Weg nach Eleusis, das Geheimnis der Mysterien, das 1978 auf Englisch und 1984 erstmals auf Deutsch erschienen ist und jetzt wieder im Nachtschattenverlag herauskommt.
In diesem Buch stellen die Autoren die Hypothese auf und belegen sie, dass es sich bei dem Kykeon, dem beim Eintritt in den großen dunklen Tempel gereichten heiligen Trank, um ein psychedelisches Gebräu gehandelt haben muss. Eigentlich hätte diese Nachricht in den Fachbereichen der Geschichte und der Religions- und Kulturwissenschaften einschlagen müssen wie eine Bombe. Schließlich handelt es sich bei Eleusis um die bedeutendste Einweihungsstätte des gesamten Abendlands, die bis zur Zerstörung durch den christlichen Warlord Alarich im 4. Jahrhundert über 1500 Jahre lang existiert hat. Und in deren Zentrum eben nicht ein rituelles Weihespiel, eine Art Theater Oberammergau Antik stattgefunden hat, sondern ein halluzinogenes Sakrament gereicht wurde. Das war, was Hoffmann und Wossen da schrieben, 1978, wenige Jahre nach der Kriminalisierung von LSD und der Jagd auf Tim Leary als Staatsfeind Nummer 1 für die etablierte Wissenschaft einfach zu viel. Die Fundierung des griechischen Geisteslebens und damit der gesamten abendländischen Kulturen und Religionen in einer mystischen Drogenerfahrung glühte deshalb viele Jahre im Verborgenen. Aber ist es wirklich ein Skandal, in das Zentrum des metaphysischen, übernatürlichen, göttlichen eine Ausgeburt aus dem Reich des Bösen, der Drogen zu stellen und den profanen Genuss einer Pflanzensubstanz als Quelle des Heiligen zu identifizieren? Natürlich nicht, denn genau betrachtet räumt dieses LSD-Mysterium von Eleusis, dass Hoffmann und Wossen entschlüsselten, dem antiken Griechenland überhaupt keine Sonderstellung ein, sondern im Gegenteil, es verbindet die Kulturgeschichte des Abendlands mit den Kulturen und Religionen anderer Erdteile, denn überall auf der Welt haben die Völker für den Blick über den Zaun von Raumzeit und Sterblichkeit auf die Hilfe von Pflanzen zurückgegriffen. Wenn aber Religion physiologisch begründbar wird, dann wird Metaphysik zu einer erfahrbaren Wissenschaft, ist dann keine Sache des Glaubens oder des Spekulierens, sondern ein Feld des Wissens und der Empirie. Mystische Erfahrung, so erkennt Ben in seinem Text, hat mit bestimmten Substanzen zu tun, die in verwandtschaftlicher Beziehung mit der Biochemie des Bewusstseins stehen und, Zitat, Religion provozieren. Noch einmal Gottfried Benn, die deutsche Mystik nach Jakob Böhme, das Zitat, das Anheimfallen der natürlichen Ichheit an das Nichts, bemerkenswerterweise an das Nichts und nicht an Gott, diese Mystik, die ein moderner Forscher eine fast experimentelle Religionsphysiologie rücksichtsloser Art nannte, war nichts anderes als, also liegt hier vor, provozierte Religion. Dies sind geschichtliche Tatsachen, weit verbreitete Erfahrbarkeiten, selbst biologisch beurteilt, psychologische Fakten. Gleichwohl steht der heutige Staat dem völlig fremd gegenüber. Vielmehr gründete er erst kürzlich eine Rauschgiftbekämpfungszentrale und seine Biologen fühlen sich auf der Höhe der Zeit. Es würde schwierig sein, ihm zu bedeuten, dass sich diese Zentrale zum Menschheitsproblem verhält, wie der Postbote zum Kosmopolitismus. Ferner unterlässt es der Staat nicht, eine Steigerung der menschlichen Höhenfestigkeit für Bergsteiger unter dem Einfluss von Medikamenten im großen Umfang durch beauftragte Physiologen prüfen zu lassen. Aber die Möglichkeit einer Steigerung der formal-ästhetischen Funktionen beachtet er nicht. Er pflegt Muttermilchsammelstellen, in deren eine 1200 Mütter in 2 Jahren beispielhafte 10.000 Liter gaben. Potente Gehirne aber stärken sich nicht mit Milch, sondern mit Alkaloiden. Soweit Gottfried Benn. Um den Zustrom von Erkenntnissen und von Geist zu vermitteln, fordert er außerdem den Ausbau visionärer Zustände durch Meskalin oder Haschisch, Meditation zur Freimachung der Organfunktionen und archaischer Mechanismen, sowie Pervitin könnte, statt des Bomberpiloten einzupumpen,
zielbewusst für die Zerebraloszillation in höheren Schulen eingesetzt werden. Das klingt wahrscheinlich abwegig für manchen, ist aber nur die natürliche Fortsetzung einer Menschheitsidee. Benz Essay, 43 geschrieben, erschien erstmals 1948. Es ist sehr bedauerlich, dass der ungesellige Dr. Ben den Kontakt zu den Mutterkornalkaloiden und Albert Hofmann nie gefunden hat. Wie zum Beispiel sein Kollege Ernst Jünger, der in Annäherung Drogenrausch, seinem Buch von 1970, ausführlich darüber berichtet hat. So bewundernswert es sein mag, wie der Herrenreiter Jünger sich in die Wildnis des Seelenweltraums stürzt, als Protokollant wäre mir, meiner Meinung nach, ein Präzisionsdenker wie Gottfried Benn allemal besser geeignet gewesen. Denn provoziertes Leben fasst alles schon zusammen, was Huxley mit Pforten der Wahrnehmung und Leary dann später schreiben. Ralf Metzner, leider parallel hier zu meinem Vortrag, hält Chris gerade einen nebenan über die Rituale, die Ralf, der Assistent von Tim in Harvard in den 60er Jahren, veranstaltet hat. Und Ralf Metzner, ich habe auch zwei Essays von ihm übersetzt, die gibt es auch bei Nachtschatten, sagt dazu: Ich fasse meine These in zwei Aussagen zusammen. Erstens, die unerbittliche Ausbeutung und Zerstörung der Biosphäre durch die kapitalistisch-industrielle Wachstumsmaschine rund um den Globus hat ihre Wurzeln in einem pathologischen Beherrschungskomplex des zivilisierten Menschen gegenüber der natürlichen Welt. Und zweitens, das Wiederaufleben des Interesses an animistischen Weltanschauungen und den schamanischen Praktiken traditioneller Völker, einschließlich der bewussten Verwendung halluzinogener Sakramente, gehört zu den hoffnungsvollen Zeichen, dass die Spaltung zwischen dem Heiligen und dem Natürlichen wieder geheilt werden kann. Um diese Heilung ging es vor 2500 Jahren in Eleusis, die Überwindung der Spaltung zwischen dem Heiligen und dem Natürlichen, um das Wiederzusammensetzen, Religio, das Wissen der Schlange über die bewusstseinsverändernden Eigenschaften bestimmter Pflanzen im Garten Eden, das sie an Eva weitergibt, ist das Wissen der alten Religion. Diese war in der vormosaischen Zeit eine Religion der großen Mutter, deren Sakrament im Verzehr psychoaktiver Pilze bestand, vom Soma in Indien über den Fliegenpilz der Schamanen in Sibirien zu den mexikanischen Zauberpilzen und dem LSD-artigen Erleuchtungstrank in Eleusis. Überall auf der Welt sind die frühen Religionen pflanzenbefeuert und pilzinspiriert. Und wo es nicht das purpurne Männlein im Walde ist, der bis heute janusköpfig als Glücks- und als Giftsymbol auftauchende Fliegenpilz, wächst in den archaischen Hirtenkulturen, wo die lebensspendenden Rinder verehrt werden, bevorzugt auf ihrem Dung der spitzkegelige Kahlkopf, Psilocybin. So unübersehbar der pharmakologische Zusammenhang der Geschichte vom Baum der Erkenntnis im Buch Genesis ist, so deutlich wird er auch in einer berühmten Episode des Alten Testaments in der Geschichte vom goldenen Kalb. 2000 Jahre Theologie haben uns eingeschärft, dass mit dem Tanz ums goldene Kalb ein Tanz ums Geld, um materielle Werte gemeint ist. Weil es sich um etwas Goldenes handelt und weil offenbar kaum jemand die Geschichte aus dem Buch Exodus überhaupt noch liest, gilt diese Auslegung heute als selbstverständlich. Doch in Wirklichkeit berichtet die Bibel etwas ganz anderes. Während Moses Abwesenheit hatte das Volk, Moses ist auf dem Berg Sinai, um da die Gebote zu erfahren, hatte das Volk von seinem Bruder Aaron neue Götterbilder verlangt, die dieser verweigerte. Als das Drängen stärker wurde, schob er mangelnde Finanzmittel vor. Doch das Volk war bereit, dafür alle seine Wertsachen, Gold, herzugeben, aus denen Aaron dann die Statue eines Kalbs gießen lässt. Als Moses
mit den Gesetzestafeln vom Berg zurückkommt. Er war ja allein da oben. Manche Autoren behaupten, der hat da an dem brennenden Busch DMT geschnüffelt. Das lassen wir mal beiseite. Ich glaube das nicht. Seine Leute mussten ja unten warten. Er war da ganz allein. Und als er dann runterkam mit den zwei Tafeln, ja, also ja, kleiner Witz zwischendurch, sagen sie, und Moses, was hat er gesagt? Ja, sagt Moses, ich konnte ihn auf 10 runterhandeln, aber Ehebruch ist drin geblieben. Also jetzt aber wieder ernst hier. Ja? Moses kommt also mit den Tafeln vom Berg Sinai zurück und er hört sein Volk schon von Weitem lärmen und jauchzen. Und er hört ein lautes Singen. Jetzt, Zitat, Buch Exodus 32, er näherte sich nunmehr dem Lager und sah das Kalb und die Reigentänze. Da war Party. Da entbrannte der Zorn des Moses. Er schleudert die Tafeln aus seiner Hand. Dann nahm er das Kalb, das sie verfertigt hatten, ließ es im Feuer verbrennen und zermalmte es zu feinem Staube, den er in Wasser schütten ließ und gab den Israeliten davon zu trinken. Hallo? Was macht er da? Hier wird deutlich, dass es hier überhaupt nicht um Gold und Tanz ums Materielle und diesen Quatsch geht, sondern um den schnöden Mammon geht es überhaupt nicht, wie die Theologie seit 2000 Jahren behauptet, sondern es geht schon wieder hier um Drogen. Das Volk tanzt nicht um das Gold. Es hat im Gegenteil all sein Gold hergegeben, um das Symbol der alten Göttin tanzen zu können, um die Muttergottheit der Ägypter, Hathor, die zwischen ihren Hörnern die Sonne trägt und die auch als Kuh oder Kalb dargestellt wird, die Göttin der Liebe, der Musik und des Rauschs. Das wollen die Israeliten, die ja aus Ägypten abgehauen sind, ja, wieder haben, weil Moses kommt nicht bei, der ist da unterwegs und es geht bei diesem Tanz nicht um Geld oder Gold. Auch wenn von psychoaktiven Pflanzen im Text nicht explizit die Rede ist, das Symbol des Kalbs und die ekstatischen Reigentänze sprechen ebenso für sich wie Moses' unzweideutige Reaktion. Er vernichtet das Kalb und verteilt an das Volk ein verdünntes Ersatzgetränk. Wäre mit dem Tanz um das Kalb wirklich die Verehrung des Goldes gemeint, wäre dieser Schluss der Geschichte völlig überflüssig und unsinnig. Nur das fortan illegale Fleisch der Götter, die alte Pflanzenreligion, gibt der Verteilung dieses merkwürdigen Ersatzstoffs eines Placebo-Sakraments einen Sinn. Vor allem, wenn wir den erschreckenden Fortgang dieser Geschichte betrachten, als sich offenbar ein großer Teil des Volks mit dem verordneten Ersatzstoff nicht zufrieden geben will. Und Moses ihnen darauf, das ist das nächste Kapitel, die Leviten liest. Was sich heute nach einer Strafpredigt anhört, war in Wahrheit ein brachialer Massenmord. Zitat, Buch Exodus 32, da stellte sich Moses am Tor des Lagers auf und rief, wer für den Herrn ist, der trete zu mir. Da scharten sich die Leviten um ihn und er sprach zu ihnen. Es gürte jeder sein Schwert um die Hüfte, zieht hin und her im Lager von Tor zu Tor. Es töte jeder selbst seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Leviten handelten nach dem Befehl Moses. So fielen an jenem Tag vom Volk gegen 3000 Mann. Zitat Ende. Es ist diese Todesschwadron, die den mosaischen Kult von seinen Ursprüngen, der alten Pilzreligion der großen Mutter, endgültig abschneidet. Zwar suchen auch in der Folgezeit im Rahmen der jüdisch-christlichen Tradition immer wieder pflanzenbefeuerte Ekstasen den Durchbruch zur Innenwelt, doch gleich, ob es sich um die frühchristlichen Gnostiker, die tanzenden Sufis im Islam oder die Hexen des Mittelalters handelt, sie werden stets auf unnachgiebigste verfolgt. Überall, wo Menschen künftig auf dem Weg zur Transzendenz den Interspezieskanal des Pflanzenreichs anzapfen, schlagen Jehovas Sturmtruppen dazwischen.
angesichts dieser Mächte mag ein Plädoyer für eine archaische Erneuerung, eine Rückbesinnung auf das Community-Building der frühen Steinzeit, auf die Zivilisierung der pharmakophilen Primaten durch Rausch und Rituale naiv und realitätsfern scheinen. Doch ohne die Erinnerung an diese Frühgeschichte, an das Ende des Zeitalters der großen Göttin als Ursprung auch der Anti-Drogen- und Anti-Pflanzen-Propaganda, an den Kampf gegen Dionysos, den menschengewordenen Gott und Gesandten der Göttin Demeter, an die jahrtausendealte Verdammung sinnlicher, rauschhafter Ekstasen und das Verbot pflanzlich induzierter Bewusstseinserweiterung und das radikale Kappen des menschlichen Drahts zur Natur, ohne Erinnerung an diese Geschichte aus der Frühzeit der Zivilisation sind wir weiter gezwungen, einen irrationalen, selbstzerstörerischen Krieg gegen das Natürliche zu führen. Gegen die Pflanzen, die Homo sapiens einst entdecken ließen, dass er Teil des Göttlichen ist und mit allem und mit allen verbunden, nicht nur mit seinen Mitmenschen, sondern mit allen Pflanzen und Tieren, dass er eins ist mit der gesamten Schöpfung. Darum ging es in Eleusis und um eine entscheidende Erfahrung, deren Essenz bis heute auf einer Inschrift in dem berühmten Kloster auf dem griechischen Berg Athos steht. Wenn du stirbst, bevor du stirbst, wirst du nicht sterben, wenn du stirbst. Diesen Satz hat Brian Moraresco einer Untersuchung vorangestellt, die 2020 erschienen ist und zu einem New York Times Bestseller geworden ist, The Immortality Key, The Secret History of Religion with No Name. Also der Schlüssel zur Unsterblichkeit, die geheime Geschichte der Religion ohne Namen. Moraresco, der alte Sprachen studiert hat, dann gemerkt hat, ach, da kann man ja auch irgendwie nichts richtig verdienen mit, dann noch ein Anwaltsexamen gemacht hat und als Rechtsanwalt arbeitet. Dem ist irgendwann aufgefallen, als ihm das Buch von Hoffmann und Wossen, Der Weg nach Eleusis, in die Hände fiel. Er sagte, wie, was? Kykäon, psychedelisches Gebräu, wieso habe ich denn davon noch nie gehört? Und er hat eine Recherche begonnen und das Buch kann ich euch nur empfehlen, es ist noch nicht auf Deutsch, dickes Ding. Er ist dann darauf gestoßen, dass sich das psychedelische Gebräu von Eleusis im ganzen griechischen Weltreich verbreitet hatte. Die Griechen hatten ja Kolonien in Kleinasien, auf Sizilien, in Spanien, überall. Und dort, wo sie eben ja, Kolonien gegründet hatten, Handel und Wandel trieben, da haben sie auch ihre Tempel oder ihre Kultstätten wieder errichtet. Und er hat, Moraresco, bei seiner Recherche dann das Emporion entdeckt, eine große griechische Kolonie an der Küste Kataloniens, Mas Castellar de Pontos, wo in den 90er Jahren erst ein Tempel, eine Kultstätte ausgegraben worden ist, die dem Demeter-Mythos geweiht war und deren Symbole und auch Ritualgegenstände, die gefunden wurden, exakt dem entsprechen, was man in Eleusis schon vor 100 Jahren gefunden und ausgegraben hat. Mit dem Unterschied, dass die Trinkbecher, in denen das Kykäon gereicht wurde, in Eleusis damals schon sterilisiert und haltbar und irgendwie fürs Museum präpariert wurden, sodass man darin keine biochemischen Untersuchungen mehr machen kann, was denn in diesen Tassen oder in diesen Bechern drin war. Das ist aber dort an dieser spanischen Ausgrabungsstätte anders gewesen. Und dort sind auch diese Trinkbecher gefunden worden, die jeder Initiant bekommen hat, bevor er in den Tempel eingetreten ist. Und dort konnte man sie noch biochemisch analysieren. Ergebnis und Siegerehrung, Ergo Sclerotia, der Mutterpilz
Mutterkornpilz wurde gefunden. Also, das Mysterium von Eleusis war nicht alleine auf den Tempel von Eleusis beschränkt, sondern hat sich, was auch logisch ist, die Griechen waren sozusagen im ganzen Mittelmeerraum verbreitet mit ihren Handelsstädten und haben dort auch ihre Religion, ihre Kirchen, ihre Tempel mitgenommen und dort eben auch die Rituale durchgeführt, die in Eleusis gefeiert wurden. Der im Übrigen auch in der Weinregion Galiläa, wo später der Wanderprediger Jesus mit seinem ersten Wunder, die trockene Hochzeit von Kanaan, in ein weinseliges Fest verwandelt. In der Nähe von Nazareth, wo Jesus ja geboren ist, ist ein berühmter Dionysos-Tempel gewesen, den er mit Sicherheit kannte, und er kannte auch die Feiern, die dort veranstaltet wurden. Und der Wein, von dem auch in den Geschichten über Dionysos immer die Rede ist, dionysische Wein und so, den gab es im alten Griechenland durchaus. Man kannte den, es gab Wein mit allen möglichen Sachen vermischt. Der eleusische Trank war aber kein Wein, sondern eher ein Bier, ein Gebräu. Also das Gebräu der Demeter, wo man den Mutterkornpilz verarbeitet hat, war kein Wein. Und dass Jesus die Hochzeit von Kanaan mit diesem Gebräu der Demeter zum Feiern gebracht hat, ist durchaus denkbar. Moresco hat in seiner Studie, in seiner Untersuchung dann jetzt weiter gezeigt, was hochinteressant auch ist, dass die frühchristlichen Gemeinden in den ersten 300 Jahren waren die Christen ja eine verfolgte Sekte und mussten ihre Rituale in unterirdischen Katakomben, Höhlen und so weiter veranstalten. Und er hat, weil Moresco war auf einem katholischen College und hat irgendwie es geschafft, dann da auch vom Vatikan die Erlaubnis zu kriegen, Katakomben, die erst in den letzten 20 Jahren dort restauriert und richtig bekannt geworden sind, zu besichtigen, und stellt da fest, die Bilder sind auch in seinem Buch drin, ach, was ist denn das hier? Das ist ja ein Abendmahl, also die klassische Abendmahlszene, die wir von Da Vinci und so kennen. Aber da sitzen ja Frauen am Tisch, hallo? Und daneben steht noch eine Frau, die hat irgendeinen Kelch in der Hand. Ja, die Frauen waren die Hüter des Demeter-Gebräus. Die Frauen haben diesen Trank gebraut und die Frauen waren auch bei den Ritualen in entscheidender Rolle dabei. Und erst als im 4. Jahrhundert, das Ende des Konstantin, 390, das Christentum zur Staatsreligion im römischen Imperium wird, verschwinden die Frauen aus den Ritualen und das Sakrament, was bis dahin wirksam war, wird durch ein Placebo ersetzt. Die kleine Stadt Eleusis, der Tempel wird dann 390 zerstört von Alarich, wie gesagt, diesem Warlord. Man kann heute da nur noch die Ruinen besichtigen. Dieses Jahr verschoben, es sollte schon letztes Jahr sein, ist jetzt auf 23 verschoben, ist Eleusis, diese kleine Stadt, 20 Kilometer nördlich, nordwestlich von Athen, Kulturhauptstadt Europas. Und Eleusis selber ist nicht schön, da ist unten Raffinerie und es hat nicht mehr viel Heiliges da irgendwie, aber die Anlage kann man noch besichtigen und die Ruinen und ein Museum dort. Und dass Eleusis jetzt die Kulturhauptstadt Europas wird, macht Sinn, denn dieses Ritual,
war und ist die Wiege der abendländischen Kultur, Religion und Philosophie. Alle griechischen Philosophen waren dort, Platon mehrfach, Aristoteles, alle Theaterautoren, alle waren in Eleusis initiiert. Es gab ein Schweigeverbot, man durfte nicht darüber reden. Ich habe da öfter auch schon diskutiert drüber, ja, ist das sinnvoll oder nicht? Und ich finde, es war sehr sinnvoll, dass man, ihr kennt ja alle den taoistischen Satz, wer es weiß, sagt es nicht, wer es sagt, weiß es nicht. Also das war eine Erfahrung, die nur für dich bestimmt war und du solltest nicht darüber reden. Und auch die großen Dichter raunen nur, ich habe den Anfang und das Ende des Lebens gesehen, Cicero, berühmter Staatsmann dann aus Rom, Kaiser Marc Aurel, in den ersten 300 Jahren nach Christus waren die alle auch noch da. Und Marc Aurel hat das sogar noch mal restauriert, den Tempel dort. Also das ist, deshalb macht es großen Sinn, Eleusis als Kulturhauptstadt wieder zu deklarieren, was in diesem Jahr passiert. Und wenn ihr im Sommer mal nach Griechenland kommt, versäumt nicht, da vorbeizuschauen und ja, das euch anzugucken. Als ich mit Roger Lickensdorfer 2006 vor Alberts 100. Geburtstag ein Buch mit seinen letzten Vorträgen und Aufsätzen gemacht habe, hat Albert sich gewünscht, dass das Buch Auf dem Weg nach Eleusis heißen soll. Und wir haben das dann natürlich auch so gemacht. Und in dem Gespräch, was wir dann darüber führten, das ist auch ein langes Interview, was ich mit ihm gemacht habe, das im Vorspann des Buchs abgedruckt ist. Es wurde auch auf Film alles aufgenommen und ich habe gerade vorhin von Roger gehört, dass jetzt endlich, also 2006 war das, das sind 2 Stunden Gespräch mit Albert, die noch nie irgendwo gezeigt worden sind. Und mit 2 Kameras wurde das damals aufgenommen und jetzt der Peter Stücker, der das damals gemacht hat, hat jetzt gesagt, okay, er gibt das Material jetzt mal, also dann soll man es ins Internet stellen, aber doch nicht in der Schublade liegen lassen. Es war ein wunderbares Gespräch mit Albert Hofmann und eben auch über Eleusis. Und ich habe dann ihn dazu auch befragt und er hat dann gesagt, ich bin überzeugt, dass die Menschheit lernen wird, in Zukunft mit diesen Substanzen umzugehen. Und wenn man überlegt, wie ein modernes Eleusis aussehen könnte, dann wäre das zuerst ein Ort, eine schöne, natürliche Umgebung, in der man Meditationsferien macht, wo man fastet, ruht, betet und sich vorbereitet und wo dann diese Substanzen ihrem Sinn entsprechend angewendet werden. Der Priester von Eleusis wusste, weil jeder einen Vorbereitungskurs machen musste, die richtige Dosierung für jeden Einzelnen. Und wir wissen ja heute eigentlich auch alles, um dafür zu sorgen, dass es nie einen schlechten Trip gibt. Also in Eleusis musste man, wenn man an dem Ritual teilnehmen wollte, was jedes Jahr im September sozusagen zum Erntedankfest, zum Fest der Demeter und so stattfand, in einem Marsch der Initianten von Athen nach Eleusis. Alle festlich gekleidet mit Gesang und Tanz. Ich habe mal darüber geschrieben, das war die antike Love Parade. Also man zog zu diesem Tempel, dann fanden die Tänze statt und am nächsten Tag ging man in diesen dunklen, riesigen Raum, wo es nichts zu sehen gab. Da waren ein paar Fackeln und ein Priester hielt mal irgendwas hoch. Ja. Aber das konnte ja die 3000 Menschen haben da reingepasst, niemand beeindrucken. Ja? Die Griechen kannten Wein, die kannten Opium, ja? Also da konntest du nicht mal sie was hochhalten und sagen, heilig, heilig. Und alle waren schwer beeindruckt. Nein, das war ein inneres Erleben, was die Menschen dort so beeindruckt hat. Und eben das Richtige an dem Buchtitel von Moravesco,
Schlüssel zur Unsterblichkeit. Sie haben dort entdeckt, dass sie geistige Wesen sind, dass sie Seelen sind. Und Albert hat dann, als er das über das moderne Eleusis sagte, noch hinzugesetzt, irgendwann hat jemand Ernst Jünger gefragt, glauben Sie, dass das Leben nach dem Tod weitergeht? Und Jünger antwortete, nein, ich weiß es. Und das kann man auch als Naturwissenschaftler verstehen. Nichts kann aus nichts entstehen und aus etwas, was ist, kann nicht nichts werden. Es gibt nur Umwandlung. Das hat Albert gesagt und als wir während dieses Interviews, da winkte irgendwann der Kameramann oder so und er musste die Kassette oder Batterie irgendwas wechseln und wir hatten schon eine Dreiviertelstunde geredet und ich habe dann gesagt, okay, Albert, ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine Stunde, wir machen mal eine Pause. Und er, der 100, ja, wenn ihr eine Pause braucht, ja. Und dann haben die Techniker da die Kassetten ausgewechselt und dann kommen wir gehen mal raus. Es war ein herrlicher Tag da oben auf der Rigi-Matte und wir gehen so die Wiese lang da hoch zum Bänkli, was ihm sein Enkel gebaut hatte. Und ich sage, Albert, jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs würde ich gerne ja, über das Sterben und den Tod mit dir reden und fragen, ob du Angst davor hast. Und dann bleibt er stehen und er war ja schon so klein. Ich bin ja auch nicht groß, aber guckt mich so an, so wie so ein Lehrer so ein bisschen vertrottelten Schüler, der nicht kapiert, anguckt. Angst vor Sterben. Matthias, guck doch mal, schau doch mal hier. Die Wiese, die Sträucher, die Blumen, die Bienen. Ich bin doch schon immer ein Teil von dem und ich werde immer ein Teil von dem bleiben. Es gibt auf dieser Welt kein Ende, es gibt nur Transformation. Ja? Dann sind wir zurück und haben das Gespräch weitergeführt. Und dass diese Erfahrung, dieses Wissen konnten die Menschen in dem Tempel und bei der Initiation von Eleusis in Eleusis gewinnen, dass dieses Wissen, dass sie ja unsterblich sind letztendlich. Schon Aristoteles, der auch dort war, hat geschrieben, dass es in Eleusis nichts zu lernen gibt. Es gibt eine Erfahrung, die man machen kann. Man kann nicht lernen. Wer diese Erfahrung gemacht hat, muss auch nicht mehr glauben, sondern er weiß. Er weiß mit großer Sicherheit, dass wir unsterbliche Wesen, Geister, Seelen sind. Eine frohere Botschaft, es war ja gerade Ostern, an dem die Christen die Wiederauferstehung und das ewige Leben feiern, eine frohere Botschaft kann es ja nicht geben. Die Griechen, die in Eleusis die Wiederkehr der ins Reich der Toten entführten Persephone feierten, die mussten aber an diese Geschichte nicht glauben. Sie erfuhren sie am eigenen Leib. Sie erfuhren, dass ihr Körper nur das Gefäß ist für ein unsterbliches Bewusstsein. Und das ist die Erfahrung von Eleusis und vor 80 Jahren hat Albert Hofmann mit seiner Entdeckung die Möglichkeit bereitgestellt, dass wir in unserer Zeit diese Erfahrung ebenfalls machen können. Das ist das unsterbliche Verdienst seiner Entdeckung und ein modernes Eleusis zu schaffen, wie er es gewünscht hat, das ist unser Job, Leute. Wir müssen überlegen, wie wir solche Initiationsstätten für uns, vielleicht nicht für uns alte, weiße Männer, aber für unsere Kinder, für unsere Enkel und für alle, die nach uns kommen, wie wir die wieder schaffen können. Weil der Geist aus unseren anderen Tempeln ist ja verflogen, der ist ja nicht mehr da. Und wenn wir anschauen, was da damals war und welche Rolle es gespielt hat, dann müssen wir dringend sozusagen dafür sorgen, dass es solche Möglichkeiten wieder gibt
und dass die auch, ja, deshalb habe ich vorhin gesagt, finde ich das Schweigegebot, was es in Eleusis gab, gar nicht schlecht. Ja, okay, ich habe ja selbst verstoßen, indem ich darüber Bücher schreibe oder so, was mir da widerfahren ist auf Bilsen oder so. Wenn man ein modernes Eleusis schaffen will, muss man natürlich darauf achten, dass es frei bleibt sozusagen von Kontrolle, dass da sofort auch wieder ja, irgendwelche Gurus oder sonst wie die Chefs spielen. Hier war es so, man musste 6 Wochen einen Vorbereitungskurs machen und das, was Albert ja da auch sagt, dass die Priester wussten, okay, hier, ja, die war so und so, die kriegt so viel, es kommt immer auf die Dosis an, das wisst ihr ja. Und dass dort eben ein Hierophantenpriestergeschlecht, das waren 2 Familien, die dieses Heiligtum über Jahrhunderte verwaltet haben. Und es war nicht unter Kontrolle von irgendwem. Im Gegenteil, die Griechen haben sich ja auf dem Peloponnes da laufend geprügelt. Die Spartaner mit den Thebanern und die Athener mit den Skythen und was auch immer. Da war permanent was los, kriegerisch. Aber es war ausgemachte Sache, der Weg nach Eleusis muss frei bleiben. Also wir können uns noch so sehr in die Wolle kriegen, aber Eleusis ist jenseits von Krieg und allem. Und deshalb hat dieses Ritual so lange funktioniert und wir müssen uns dringend überlegen, wie wir sowas in unserer Zeit wieder installieren. Das wäre sozusagen... Das ist die Aufgabe, die wir im Sinne des Erfinders, ja, im Sinne von Albert Hofmann, glaube ich, in Zukunft haben. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Applaus